Markus Röhl. Wo sind wir denn eigentlich? Hannover? Hannover, Angel Stuff. Angel Stuff. Das ist ein neuer Bodyshop, hat heute Eröffnung. Über 2 Etagen. Die riecht ja auch gut. Schau mal, wen wir hier haben. Wir sind lauter. Wir sind lauter C-Promis. C wäre noch gut. Nee, D. C wäre noch gut. Na, wie weit geht's Alphabet bis? Ja, den Buchstaben müssen wir erfinden. Den Buchstaben müssen wir noch erfinden, der jetzt kommt. Weil jetzt kommt, wir sehen gleich. Der Botto. Als C-Promi würde ich zumindest ins Dschungelcamp kommen. Ja, ja, Matze, wie lange bist du hier? Was machst du hier? Erzähl mal. So ungefähr das gleiche wie du. Präsenz zeigen für die Firma Weider. Weider? Ja. Weider ist es die Firma, wo man immer Durchfall bekommt, wenn man die Produkte nimmt? Ich weiß nicht. Nee, das verwechselst du jetzt. Nein, Weider ist die Firma, wo du super knackigen Po bekommst und hoch springen kannst bis in die Decke. Ach so, ja, ich weiß, wo du drauf hinaus willst. Ja. Auf dich selber, ne? Ja, auf mich, als ob ich noch springen könnte. Immer, ja. Ja, ja. Ist der Oberschenkel auch noch weg, wie bei dir? Ja, leck mich am Arsch. Aber ich habe wieder Beine trainiert. Ja, um sieht's. Ja, brutal, ne? Brutale Beine noch. Unglaublich, aber das war das zweite Beintraining, wo ich gesehen habe, seit 12 Monaten, 11 Monaten. Schon lange Zeit. Ja. Wer ist noch da? Hast du was gesehen? Der Tim Budesheim ist noch hier, der Markus Hoppe ist hier. Ja, der Hoppe versteckelt sich immer dahinter, hinter der alle Banner. Ja, aber der ist doch top in Form, der macht da Wettkampf. Der macht da mit, ne? Ja, die Deutsche, oder? Die Deutsche. Wie ist der jetzt in der Woche? Weil er sie noch nie gewonnen hat. Vielleicht deswegen. Es gibt Athleten, ich nenne jetzt keine Namen. Ja, aber das können keine guten sein. Die haben die Deutschen noch so gewonnen, so. Sollen vorbeilaufen lassen, oder? Ich weiß noch damals, da bist du Gesamtsieger gewonnen. Da habe ich beim Bankett gehofft. Und da hast du einen Auftritt noch abends gehabt, irgendwie nochmal so. Echt? Ja, das weiß ich nicht. Ja. Ich weiß, ich glaube, das war keine Ahnung wo. Da habe ich gehofft und habe ich gedacht, siehst du, wenn der noch Beine hätte, wäre es ein brutaler Profi. Ja. Das Vega schon mal drüber gesprochen. Ja. Ich wollte halt nochmal eine Wettkampfsaison machen. Natürlich auch meinem Sponsor zuliebe und natürlich, weil ich halt einfach gerne Wettkämpfe mache. Ja. Das ist ja irgendwo in einem drin. Ich bin 43, werde 44. Scheiße, ne? Also auch nicht mehr so der Jüngste, was Wettkampf oder Leistungssport betrifft. Und nicht jeder hat eine Genetik wie der Dexter Jackson. Ja, leider. Das weiß der selber. Und die Jahre Training machen sich natürlich irgendwann bemerkbar. Und bei mir ist halt so, dass ich eine Verletzung an der Brust habe, die mich beim Training weniger einschränkt, aber halt optisch total scheiße aussieht. Mhm. Und wenn du dann vergleichst die Bilder von früher und jetzt, fühle ich mich halt einfach schlechter und ich fühle mich einfach unwohl. Okay. Und dann muss man einfach akzeptieren, dass man bei den Profis keine Chance hat. Okay. Wobei wie ist das passiert jetzt? Ich meine, wir haben schon drüber geredet bei der Essen, ich weiß es jetzt, vielleicht für die Fans oder für die Zuschauer. Das ist eher so ein schleichender Prozess gewesen. Ich habe den Abriss also nicht sofort gemerkt, sondern so stückchenweise hat sich die Sehne abgetrennt. Vom Schmerz her war da eigentlich groß nichts, aber man hat es halt optisch immer stärker gesehen und irgendwann muss man dann akzeptieren. Weißt du, was es genau ist? Warst du beim Arzt gewesen? Ich bin beim Ritsch gewesen. Und, ich bin beim Ritsch gewesen, auch beim anderen. Ja, der Brustmuskel hat sich am Sehnenansatz abgelöst. Herzlichen Glückwunsch. Und, das ist genau dasselbe wie bei mir. Ja? Das kann man leider nicht operieren, man kann das auch nicht medizinisch irgendwie erklären. Wahrscheinlich, so ist mir gesagt worden, hängt es einfach damit zusammen, dass wir halt über die Jahre hinweg, ja, man fährt ja die ganze Zeit Vollgas, man trainiert immer schwer und der Körper hat halt irgendwann keine Lust mehr. Ja. Und die Muskeln werden immer stärker, aber die Sehnen und Bänder machen es irgendwann nicht mehr mit. Ja. Bei mir ist dasselbe passiert und weil Matze gesagt hat, das ist ein schleichender Prozess. Bei mir war es das erste Mal zu sehen 2004 beim Wettkampf. Wann hast du das erste Mal? Jetzt erst? Oder? Nee, ich habe es auch schon vor einem Jahr gesehen. Na, ja. Jetzt sieht man das nicht so, wenn du in Off-Season bist. Also wenn ich jetzt Brust trainiert habe, sieht man bei mir auch nichts Schlimmes. Mhm. Aber wenn du dann anspannst, dann zieht sich... Ja, ja. Und das Schlimme ist, und das kann ich jetzt auch noch prophezeien, das fängt auf einer Seite an, das geht mit der anderen Seite weiter und es wird immer breiter, der Spalt. Ja. Ich sehe das bei mir, ja. Ja. Und das, da kannst du nichts dagegen machen. Das ist aber, wie Matthias gesagt hat, die Jahre des Trainings machen den Körper dann einfach Stück für Stück schon kaputt. Ne? Ja, muss man ganz ehrlich so sagen. Das ist einfach Verschleißerscheinung. Verschleiß, genau. Du hast es ja in anderen Sportarten auch. Irgendwann ist dann aber die Zeit gekommen, wo man sagen muss, es geht nicht mehr. Geht nicht mehr.
Wobei man jetzt natürlich 43 ist keine Schande, ja? Nein, finde ich jetzt auch nicht. Ja. Bei mir muss man nicht auch mal berücksichtigen, ich habe natürlich auch keine Karriere bei den Profis gehabt, wo man jetzt groß von Ende oder von irgendeinem Verlust sprechen könnte. Ich habe halt das Glück gehabt, dass ich das kurz kennenlernen durfte. Aber es macht jetzt auch keinen Sinn, da irgendwelche komplizierten Sachen noch zu machen, um eine Platzierung, um den 12., 13. Platz zu holen. Man muss halt auch eher realistisch sehen, dass man einfach nicht gut genug ist, um bei den Profis jetzt mitzuhalten. Und da gibt es halt wesentlich viel bessere Athleten und jüngere Athleten. Und dann sollen die sich da messen. Und für mich ist es dann aus gesundheitlichen Gründen einfach besser zu sagen, also das macht jetzt keinen Sinn mehr. Auf ja. Keine Amateur-Dings mehr, nichts mehr. Sind wir jetzt beide Rentner? Jetzt sind wir sozusagen Bodybuilding-Rentner. Bist du traurig, ganz ehrlich? Ja, ich bin schon traurig. Ja. Und ich glaube, es geht dir auch genauso. Natürlich. Das braucht man eine Zeit lang, bis man davon wegkommt. Es gibt ja diese beiden Typen von Menschen. Die einen sind einfach Wettkampfsportler, die brauchen das. Und die anderen sagen sich, Wettkampf, so also ein Quatsch. Und wofür brauche ich das und hin und her. Man hat es entweder in sich drin oder nicht. Und du bist halt auch ein Wettkampfsportler. Das ist einfach und die wollen nie aufhören. Die könnten das nicht akzeptieren. Nee, niemals. Ja, mir hat es auch lange, lange Wehgetouren getan. Es hat jetzt noch, wenn ich die Leute so auf der Bühne sehe, denke ich, es war eine geile Zeit. Aber ich kann da jetzt schon sagen, es nimmt dir viel, aber es gibt auch anderes zurück. Ja, ja. Aus jetzt noch 1-2 Jahren, ich habe es jetzt schon, mir ist jetzt schon 4-5 Jahre her. Ich habe schon viel durchlebt, auch so eine Art Midlife-Crisis machst du dann mit. Ohne Scheiß, wirklich. Vieles wie in der Praxis. So. Ja. Das ist aber ganz normal, den Prozess macht jeder mit, ob es ein Dennis James, ein Jake Cutler ist. Ich habe mit Jay in Las Vegas geredet, wo die Kamera aus war. Auch er hat nicht gerne aufgehört, aber du musst erkennen, auch er irgendwann, das geht nicht mehr, ja, auf ganz hohem Niveau. Das ist keine Schande. Ja. Und das zeigt auch von Stärke, finde ich mal wieder, aufzuhören, wenn es der richtige Zeitpunkt ist. Und das finde ich, hast du sehr, sehr gut gemacht. Ja, ich hab mir auch meine Hilfen geholt. Ich habe nicht mit Leuten gesprochen, die sich auskennen. Wir haben in Vegas lange gesprochen. Dann habe ich dir auch im Nachzug dann gesagt, dass das nochmal ein Anstoß für mich war, irgendwann auch zu erkennen, dass halt alles irgendwann mal sein Ende hat und auch seine Grenzen hat. Leider, ja. Das ist nun mal leider so. Ja. Und klar, logisch, uns hat es ja Spaß gemacht. Wem macht es nicht Spaß, auf der Bühne zu stehen und wenn die Leute rauskommen und deinen Namen brüllen und so. Das tut schon gut fürs Ego. Ne? Und es fällt mir echt nicht leicht. Ich leide schon ein bisschen. Hast du mit einem Sponsor gesprochen, wie das jetzt weitergeht? Das müssen wir mal schauen. Haben wir im Detail jetzt noch nicht besprochen. Ich bin ja praktisch so im Doppelpack unter Vertrag mit Reggiane. Ja. Reggiane ist geplant, dass sie noch ein Jahr macht. Die hat ja die Quali für Olympia und alles wieder. Ja. Dem Sport verbunden bleiben werde ich auch. Ja. In welcher Form? Kampfrechter vielleicht? Nee, im Moment sieht es halt so aus, dass der Verband Interesse daran hat, dass ich eine oder andere Meisterschaft noch moderiere. Ja. Dann macht es mir Spaß, mit Nachwuchsathleten zu arbeiten, die zu betreuen und vorzubereiten. Hast du dabei jetzt auch Leute auf der Bühne gehabt? Auf der ja. Wie viele hast du da gehabt? Ich hatte fünf. Fünf Leute? Ja. Wir haben alle gewonnen, also haben wir irgendwas. Meine sind Zweite gewonnen, Alter. Ja gut, weil meine gewonnen. Ja, unverdient Zweiter, will ich nochmal betonen, unverdient. Normal ist es so ein Zweikampf zwischen uns. Ich habe die Kampfrichter geschmiert, das setzt du halt auch aus. Ja. Also ich bin immer nicht böse, wenn einer von ihm gewinnt, dann ist es immer noch gut. Letztendlich hängt es ja immer am Athleten selber. Wir können dir ja nur einen Weg zeigen. Genau, das ist immer das, was die Leute vergessen. Wir zeigen den Weg, gehen müssen sie selber in die Diät machen. Und letztendlich ist ja bei uns auch so, wir suchen uns ja nicht nur die Gewinner raus. Wir kümmern uns ja um jeden und es kann nicht nur Gewinner geben. Es gibt Athleten, die haben eine tolle Veranlagung, es gibt Athleten, die haben eine weniger gute. Und ich finde immer, den Athleten mit weniger guten Veranlagung in eine Topform zu bringen, das ist die Aufgabe von einem Vorbereiter. Ja. Weil es gibt Leute mit Talent, da geht das so. Ja, natürlich. Aber es gehört andere. Auch manchmal einfach Glück dazu. Genau, weil einen hast, der einfach zu handeln ist und das Potenzial mitbringt, den kannst du fressen und trinken lassen, genau, was du willst. Er steht härter, trotzdem hart auf der Bühne. Ja, ja. Das ist. Genau. Also da wird oftmals dann auch der Vorbereiter ein klein bisschen überbewertet. Ja. Am Ende des Tages hängt es auch am Athleten. Und du weißt nie, was die daheim machen. Ja. Ich habe wieder manche dabei gehabt, wo ich denke, der hat garantiert nicht das gemacht, was ich ihm gesagt habe. Es ist dann immer wieder schnell geredet von den Leuten. Ja, der ist von dem vorbereitet worden und von dem. Und ich meine, wir wissen schon alle, wie es funktioniert. Ja? Der eine mehr, der andere weniger. Es gibt auch Vorbereiter, muss ich ganz ehrlich sagen, da denke ich mir. Ja, die wissen nichts. Die wissen nichts. Ja? Das gibt es wirklich und leider immer mehr von denen, weil ja jeder mittlerweile Vorbereiter schimpft. Aber ich glaube, Leute wie mir, die auf der Bühne waren, ja, so ein bisschen die im Kampf erprobt sind, da bist du doch eigentlich hängen geblieben. Okay. Vielen Dank.
Ja. Ich gehe mal rum, ich suche jetzt mal den alten Budesheim. Ja, der. Wo ist denn der? Und in der Peak-Ecke rum. Also jetzt gibt's Peak macht dünn und fett. Jetzt kommt der Beweis. Ihr kennt ja noch die Bilder, wo der Tim Budesheim in Topform war, ja? Jetzt hat er Peak genommen, jetzt sieht er so aus. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Scheiße. Scheiße. Wie soll Tim. Ich mich jetzt verteidigen, Markus? Kann ich doch gar nicht. Alles klar? Ja. Tim Budesheim. Kleiner Rundgang heute? Ja, wir terrorisieren die Leute, die hier so da sind. Ah, okay. Na? Nimm das Wort nicht in den Mund und terrorisieren. Ja, schlimm. Darf kann man das so nicht mal hören, wie Angst. Ja. Ich habe die Bombe in der Hose. Ja, Tim, was machst du hier? Erzähl mal ein bisschen. Für wen bist du da? Ja, ich bin für die Firma Peak da. Wir sind gerade angekommen und ich war absolut erstaunt. Ich habe so in Deutschland so einen riesen Shop noch nie gesehen. Ja, ich könnte mich auch nicht daran erinnern, dass ich in Amerika schon mal so einen riesen Supplement-Shop gesehen habe. Also wirklich 1A Versorgung hier. Ja. Also wir sind ja im Store in Hannover. Angel Stuff. Ja, Angel Stuff, wo über 2 Etagen geht, ja. Und wirklich nahezu 98% aller Hersteller, die es gibt auf der Welt, hier vertreten sind, ja. Schon beeindruckend. Ja. Wahnsinn, ja. Hat auch Massageraum, alles mit dabei, also ja. Eine coole Idee. Will auch Ernährungsberatung mit anbieten. Ja. Also ist auf jeden Fall eine coole Idee. Ja. Wäre das was für dich, sowas, so ein Job? Ich glaube nicht, dass ich mich da wohlfühlen könnte, weil ich bin halt so ein altes Eisenschwein. Ja. Für mich wäre eher was wie ein Studio oder sonst irgendwas, weil auch Training, das ist das, was ich liebe. Ich könnte jeden Tag 10 Stunden trainieren, da habe ich immer noch Bock drauf. Und ja, deswegen wäre meine dann Philosophie dann eher ein Studio zu betreiben, wie ja. So ein Shop, wie so ein Fitnessshop. Aber das wird noch schwerer. Ich meine, ich habe ja ein Studio in Darmstadt und Studio ist... Ja, die ganzen Jungs gehen da alle billig zu diesen scheiß McFit-Ketten. Discounter-Scheiße, ja. Allein auf dem Weg sind ja hier das McFit und nebendran ist das FitX. Nebendran ist das FitX. Ja, da können sich halt auch gegenseitig auf die Ärsche gucken und können sich schön zurecht machen. Aber jetzt mal aus deinem Mund, ja, weil ich rede mir aus dem Maul, franzlich. Was zählt denn? Wer Muskeln haben will? Zählt jetzt unbedingt immer das Equipment oder zählt vielleicht mehr das Herz, die Intensität oder vielleicht einfach die Sau zu sein? Also ganz, ganz wichtige Faktoren. Herzintensität ist ein gutes Stichwort, weil du vermittelst das ja quasi. Und dann gibt es ja immer diesen Streitpunkt über Trainingsbooster. Also ich schwöre dir eins, gehst du bei Markus eine Woche trainieren und siehst ihm seine scharfen Blicke, wenn du da irgendwie wie so ein Cowboy rumtrainierst, dann brauchst du keinen Trainingsbooster. Wenn ich dann über nachdenke, heute gehe ich zu Markus trainieren oder zu Matthias Botthof oder sowas, dann brauche ich keinen Trainingsbooster, habe ich Bock auf Training. Ja. Und das ist so dieses Herz, was er so vermittelt und auch natürlich auch dieses Trainings-Know-how. Und ja, für mich wäre so ein McFit absolut gar nichts. Ja, für mich auch nicht. Ich mag so Discounter-Training gar nicht, weil so die jegliche Atmosphäre verloren geht. Das ist so für mich so wie ein Mastviehstall. Ja, ja. Und da möchte ich auch kein Fleisch rausessen aus dem Mastviehstall. Also lieber vom heimischen Landwirten. Genau. Ja. So, was sind deine Pläne? Ja, meine Pläne sind... Ich habe immer so den Leuten gesagt, ich würde es sehr, sehr gern, weil ich ja ein bisschen Wettkampfvorbereitung mache. Ich hätte gerne mal einmal einen Athleten mit richtig Talent. Einen jungen Athleten mit richtig Talent. Jetzt nicht Talent, dass ich sage, der kann deutscher Meister werden, sondern ich rede von jemandem, der ein Top-Profi werden kann. Mit dir hätte ich mal Bock zusammenzuarbeiten. Ey, vielen Dank für das Angebot. Weil der Tim, das kann ich wirklich sagen. Auch noch vor laufender Kamera. Ja, wir kennen es jetzt seit einem Jahr. Sehr, sehr gut. Ein ganz lieber und klarer Mensch ist. Und das ist mir immer so ganz wichtig, dass der nichts Verrücktes macht. Also wenn du mal Bock hast, hier mal ein Angebot. Okay, vielen Dank. Ganz hochoffiziell. Na, ja. Ich fühle mich sehr geehrt. Weil mit dem Alte dahinter, den kannst du ja vergessen. Der ist ja genauso schlecht wie ich geworden jetzt. Ja klar, also man muss schon, wenn man in die Zukunft blicken will, braucht man Leute, die da auch Erfahrung haben, die schon alles mitgemacht haben, die einfach... Wie ist denn dein Plan für die Zukunft? Wann kannst du denn wieder starten? Mein Plan ist halt, jetzt habe ich erstmal meinen deutschen Meister Gesamtsieger erreicht. Das war das, mein hohes Ziel, was ich immer mal erreichen wollte, deutscher Meister Gesamtsieger. Habe ich auch glücklicherweise gleich im ersten Anlauf geschafft. Und dann habe ich mir schon immer gesagt, wenn ich das mal erreicht habe, dann schaue ich erstmal, wie es weitergeht. Ob ich dann irgendwie easy mache, langsam mache oder sonst irgendwas. Da habe ich mir jetzt erstmal gesagt, zu Hause renovieren und so, das passiert auch nicht von alleine. Ich kann mir auch nicht leisten, der mit für mich da, ich muss selber die Tapeten runterreißen und wieder dran kleben. Scheiße, ja. Deswegen bin ich jetzt zur Zeit am Renovieren, zu Hause alles aufarbeiten. Und wenn das erledigt ist, Haken dran und dann geht's wieder los. Dann geht's steil. Ja. Ja, also wie gesagt, mal gucken, ob wir vielleicht doch mal zusammenfinden. Also wird mir jetzt Spaß machen. Ja, also ich hätte da richtig Bock drauf, mal jemand mit Aussicht
Und ich wäre natürlich mega gespannt, von einem, der richtig viel Erfahrung hat, vorbereitet zu werden. Ne? Ja. Aber da müssen wir gucken, was wir nehmen. Wir machen so eine Mischung zwischen Peak und Allstars, mixen wir zusammen, dann läuft die Sache. Paulstars. Ja, Paulstars, genau. Das wäre ein Ding. Okay, Tim, wir sehen uns noch. Nein, bis dann. Spaß, gell? Ja. Markus Hoppe, servus. Wie war das, Markus? Auch hier, ne? Na, haben wir manchmal haben Namen. Wir denselben Namen. Ja, ja, ist cool, gell? Markus Hoppe hier, der macht jetzt mit bei den Deutschen, habe ich gehört. Ne? Sag doch sowas nicht, das ist doch Geheimnis. Nee, nee, ist kein Geheimnis. Also, wie du aussiehst, ist kein Geheimnis, das kannst du schwer verstecken. Was sind deine Pläne für die Zukunft, außer die Deutsche zu gewinnen? Ich habe ehrlich gesagt nicht genau drüber nachgedacht. Okay. Ja, also das gibt dir auch wie schwer bist du im Moment? Weil du siehst jetzt recht schmal aus. Ja, ja, aber was meinst du denn, was ich habe, Markus? 116. Boah, verdammt. Ja. Hast du, ne? Bist gut, ja. Ja? Mhm. Ja, ich habe ein Auge, so ein bisschen Ahnung habe ich schon von dem Sport. Hast du schon mal gemacht, den Sport? Ja, ich habe schon mal probiert zu trainieren, geht dann in die Hose. Also Deutsche willst du gewinnen? Steht fest. Ja. Wer kommt denn noch, weißt du das? Ich denke, der Horst kommt. Wird er auch? Ja, genau. Dann der Markus von FA. Markus Hausmann. Hausmann, vielen Dank, genau. Markus Hausmann, der beim Roland. Ich jetzt gar nicht, ja. Der hat letztes Jahr den zweiten Platz in einem Team gemacht. Okay. Langes Haar. Ja. Sehr ästhetischer Körper. Ist sehr groß, über 2 Meter. Den hast du schon gesehen? Ja. Der, okay. Der wird vom Pit auch mal, ja, vom Pit wurde er mal vorbereitet. Namen sagt man jetzt gar nicht. Der wird jetzt vom Patrick Tour. Ja, aber okay. Der wird mal vom Pit, kann das ja, sein? Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Pit hatte sie alle schon. Pit hatte sie alle. Pit schätzt die Ärzte alle gehabt. Ja, ne? Du Luder. Ja, wenn du jetzt noch mal Hintern weh, du Schatz, du. Ja, und dann nach der Deutschen nächstes Jahr Profi dann? Also, dann erstmal Pause. Und dann gucken wir mal, welche Wie alt bist du jetzt? 32 bin ich geworden. Ja, das ist ja noch, ist ja noch im Zoll, ne? Ja, genau. Ne? Profi ist aber das nahe Ziel, oder? Ja, ja, also diese Profilizenz möchte ich haben. Also ich bin natürlich mittlerweile, wenn man beobachtet, was sich alles Profi mittlerweile nicht schimpft, sondern das Level ist ja immer. Die werden immer jünger. Wie siehst du das jetzt? Weil immer die Leute sagen, naja, so vom deutschen Meister zum Profi ist es jetzt nicht mehr so weit. Wie würdest du den Schritt sehen jetzt mit der Topform bei der Deutschen mit 114 oder was wirst du bestimmt darstellen? Ja, dann kannst du bei den Profis das Handtuch halten und hoffen, dass man dich wahrnimmt. Hast du den Profi schon mal gesehen, in absoluter Topform, so Backstage jetzt? Ja. Weil die Leute sagen immer so, immer so mit, ja, aber wie der auf dem Bild, der war doch weich. Und ich bin immer das so, ich rede mal so aus dem Maul, Franz, nicht zu sagen, ich habe keine Ahnung, wie das live gesehen. Ja, noch nie live ausgesehen. Genau, du kannst es auf den Bildern, das ist ja auch das, was immer sich den Mund zerreißen, wieso bearbeiten die eure Bilder? Ja, ja. Um nur annähernd diese Härte, die in Wirklichkeit da ist, vielleicht mal rüberzubringen. Foto ja? Ja, geht halt nicht. Ja. Und ich hab schon viele Profis live gesehen, wo ich gesagt habe, außerirdisch. Ja. Also wo ich auch sage, das ist unerreichbar. Okay. Das gesteht man sich auch am Anfang ungern ein, dass es dann doch vielleicht unerreichbar ist. Aber hast du das Ziel nochmal wirklich vielleicht da oben reinzustecken, so ein bisschen, mal eine Olympia-Qualifikation oder so? Weil also das irgendwo, ist doch ein Ziel, wo man haben muss eigentlich. Irgendwo ist dieser Wunsch noch da. Okay. Und jetzt zusammen mit Roland ist diese Hoffnung auch wieder gewachsen. Ja. Und ich möchte aber nicht zu viel von mir selbst verlangen. Einfach aufgrund der Sachen. Du machst ja nicht so viel Druck jetzt. Nein. Du sagst, du musst. Und seit diesem Jahr mache ich es halt von dem Druck zurück, was die ganze Vorbereitung viel spannender gemacht hat. Also ich war immer selbst der größte Motivator auf der einen Seite. Für dich selbst? Ja. Aber auf der anderen Seite war es immer so, dass ich mir selbst immer die größte Hürde gemacht habe dadurch. Ich habe mir viel zu viel Druck und viel zu viel nachgedacht, anstatt einfach nur zu funktionieren. So einfach zu sagen. Also bist du jetzt ein bisschen entspannter, aber trotzdem die Resultate geben dir recht, das ist alles so ein bisschen weniger. Ja, und vor allem auch wenn dann wichtige Personen, also für mich wichtige Personen sagen, hey, du hast vielleicht doch mehr drauf, als du von dir selber denkst. Ja. Und wie wichtig ist denn ein Vorbereiter für dich? Weil das ja auch immer so ein heißes Thema ist, gerade so Online-Coaching oder irgendwas oder jeder sagt ja, warum braucht Markus Hoppe jetzt ein Vorbereiter, ja? Da weiß der kann der alleine trainieren oder was, ja? Was ist denn aus deinem Mund jetzt der Unterschied oder was ist das Wichtige daran? Also ganz wichtig ist, ich gebe das Zepter gerne aus der Hand. Das heißt nicht, ich gebe die Verantwortung weg. Es ist einfach so, du weißt es selbst am besten, du guckst nach 10 Wochen Diät in den Spiegel und du siehst nichts mehr. Du siehst keine Muskulatur mehr. Meine Rede, ja. Genau. Und es wird auch kein Mensch nachvollziehen können, dass du sagst, selbst wenn du 130 Kilo hast, du sagst, du bist dünn. Wenn die Leute sagen, du bist aber kloppt, sagst du, ja, bin ich. Deswegen mache ich ja den Sport. Ja, aber genau das ist so. Deswegen brauche ich einen Vorbereiter. Und dann auch jemanden, wenn du einen sehr erfahren hast, wie jetzt der Roland zum Beispiel, der selbst schon auf der Olympiabühne gestanden hat, der hat halt nochmal Tricks und Kniffe, die du eigentlich gar nicht wahrhaben möchtest. Ganz, ganz viele einfache Sachen, wo du dann schon wieder viel zu weit gedacht hast und
Ich dachte, ich bin schon 10 Schritte weiter. Aber sind das jetzt solche Geheimnisse oder sind das einfach Basics, wo die Leute vermitteln? Absolute Basics. Was muss denn der Athlet machen? Weil die Leute sagen immer, ja, aber was macht denn Vorbereiter, verrät der die Tricks? Deswegen sagst du immer Basics da. Du musst es nur umsetzen. Richtig. Ja? Und es muss ja jemand verklickern, der auch für deine Persönlichkeit glaubwürdig rüberkommt. Mhm. Das ist das Gleiche, wie wenn jetzt ich mit meiner Freundin, wir gehen ins Fitnessstudio und sie möchte abnehmen. Ja. Ich sag ihr, du möchtest abnehmen, reduziere die Kohlenhydrate, genau. Gib mir Fett hoch, ja. Eiweiß hoch. Ja. So, derselben Scheiß erzählt ihr ein Trainer. Siehst du? Ja, so funktioniert es, also mache ich so. Es war aber nur, weil es für sie eine Person gesagt hat. Die glaubt halt. Genau. Ja. Und so ist es bei mir in Vorbereitung. Auch einfach, auch wenn ich es wüsste. Weil du warst jetzt auch schon bei ein paar. Ja. War das der große Unterschied, dass du sagst, okay, aber der hat mehr Glaubhaftigkeit für mich? Oder der vermittelt das besser für meinen Körper, dass ich besser umsetzen kann? Weil es ist ja auch, viele Leute vermitteln, ja, Markus, was weiß ich, du haust dir jetzt 10 Wochen die Kohlenhydrate raus. Vielleicht ist es aber gar nicht dein Ding. Du kannst es nicht. Genau. Und der andere Vorbereiter sagt, okay, wir machen das, aber dann, weißt du? Also, ich hatte ja, wie gesagt, ich war ja schon bei Markus Becht, ja. So gut beim Pitt war ich und auch beim Erich Beil. Und jeder hat so einen anderen Weg dahin zu kommen. So. Und gerade in der letzten Woche, was das Entwässern angeht, da unterscheiden sich sehr viele. Und also ich für meinen Teil habe natürlich auch meine eigene Erfahrung gemacht. Je einfacher ich es mache, umso erfolgreicher scheint es zu sein. Das muss ich aber jetzt relativ lange erstmal lernen. Bist du ein komplizierter Athlet, ein Vorbereiter? Absolut. Dass du sagst, nee, das kann ich nicht, das will ich nicht. Oder bist du jemand, der sagt, der Vorbereiter sagt A und ich hüpfe, ja? Nee. Also wenn der sagt, springen, dann fahre ich wie hoch. Genau. So, wenn er sagt, nimm das weg, dann nehme ich das weg. Ich bin aber in der Hinsicht ein schwieriger Athlet, dass die scheinbaren Dinge, die immer hundertprozentig funktionieren, also zum Beispiel Roland, der bringt ja jeden so auf die Bühne, wie er das will. Ja. Jetzt haben wir das erste Mal gehabt, den Probelauf da, oder in Liverpool, und da hat er gesehen, oh, beim Probelauf läuft es nicht so, wie er das gerne hätte. Ja. Wofür er nichts kann. Weil sein Können ist da, mein Wille ist da, aber der Körper will nicht so. Wie hat die beiden Zeuge reagiert einfach. Ja? Genau, und daraus muss er jetzt lernen. Das hat er jetzt schon. Wir machen ein bisschen was anders. Wir gucken, was rauskommt. Und so ist einfach ein Lernprozess. Ja. Und das macht ein guter Vorbereiter aus. Einfach zu reagieren und zu agieren und dann Dinge zu ändern, auf den jeweiligen Athleten zugeschnitten. Es gibt keinen Weg X. Nein. Das ist immer das Problem, was viele immer sagen. Ich habe es eben gerade beim Tim gesagt. Jeder ist ja mittlerweile Vorbereiter. Ja. Jeder schimpft sich das. Und die wenigsten können es. Ja. Also ich glaube, es gibt in Deutschland eine Handvoll oder zwei Hände voll, die wirklich Ahnung haben, und der Rest ist eher so ungeschwitzt. Ja. Vor allem, und die sich behaupten, ich bin hier der Mega-Guru, die braucht er nicht anschreiben. Ja, deswegen. Markus, alles Gute. Freude. Danke dir. Und den Titel? Wir haben es vor. Guck, das hast du die wieder gesehen. Markus Röhl.